meine sehr verehrten Damen und Herren, wie entwickelt sich die Wirtschaft aus Sicht des Kreditmanagements für das Jahr 2021? Was können wir erwarten? Da ist ja zum Ersten nach wie vor die Pandemie, die vieles bei uns bestimmt. Und sie wird uns auch 2021 noch nachhaltig beschäftigen. Wir können doch zurzeit davon ausgehen, dass wir zumindest einen leichten Lockdown nicht nur bis zum 10. Januar, sondern darüber hinaus haben werden. Ich denke mal, wir werden das bis in den März hinein spüren und das Hotel- und Gaststättengewerbe, Fitness- und Freizeitanlagen, die Touristik und so weiter werden darunter massiv weiter leiden. Wie wirken sich nun andere Maßnahmen, die von der Regierung beschlossen worden sind, aus? Zum Ersten ist da ja zu nennen, dass auch die Insolvenzpflicht weiter ausgesetzt sein wird, jetzt auch noch über den Januar hinweg. Aus meiner Sicht ist dieses Dreivierteljahr oder mehr als Dreivierteljahr, was wir hier mittlerweile haben, eigentlich viel zu lang. Die Unternehmen, die am Markt nicht mehr bestehen können, haben die Chance, weiterzuarbeiten und auch prosperierende Unternehmen mit in Mitleidenschaft zu ziehen durch vielfältige Dinge. Hier ist dringend eine Marktbereinigung erforderlich. Dieses Aussetzen sollte nicht weiter anhalten. Zum Zweiten ist da das Kurzarbeitergeld. Auch das wird ja noch geraume Zeit bezahlt, sicherlich gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber wir dürfen nicht verkennen, wirtschaftliche Anpassungsprozesse, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelländerungen in unseren Unternehmen werden dadurch verzögert und die generelle Wettbewerbsfähigkeit wird damit langfristig leiden. Finanzhilfen für kleine und mittlere Unternehmen sind dabei sehr viel differenzierter zu betrachten. Hier ist es deutlich schwerer zu sehen, welche Hilfen in welcher Form gegeben werden. Und insbesondere die Künstler- und Unterhaltungsbranche leidet ja massiv. Nun ist auch das Bürgschaftsprogramm der Bundesregierung für die Kreditversicherungen in das Jahr 2021 hinein verlängert worden. Dies trägt sicherlich dazu bei, dass in bestimmten Umfang Kreditlimite gehalten und verlängert werden, wirkt also positiv auf unsere wirtschaftlichen Entwicklungen. Allerdings wird langfristig sich sicherlich eine Warenkreditversicherung aus solchen Risiken zurückziehen, bei denen Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz sich zumindest abzeichnen. Und wie sieht es bei den großen Unternehmen, den Konzernen aus? Nun, Frau Lagarde hat ja gerade ihr mächtiges Anleiheprogramm noch einmal erweitert. Hier werden sämtliche Anleihen solcher Unternehmen aufgekauft, führt dazu, dass die Anhäufung von Schulden sich massiv erhöht. Und ich bin gespannt, wie mittel- und langfristig diese Unternehmen in der Lage sein wollen, diese Fremdkapitalanteile zu reduzieren oder da Anschlussfinanzierungen zu erhalten. Vielleicht führt das auch dazu, dass diese Anleihekaufprogramme zum Standard in der EZB werden. Und, meine Damen und Herren, in 2021 haben wir Bundestagswahlen. Wozu führt das? Nun, uns werden die Politik weiterhin mit wirtschaftlichen Geschenken versorgen, um die Konjunktur nicht einbrechen zu lassen. Das sozusagen dunkle Ende kommt erst nach der Wahl. Da werden wir sehen, wie es um unsere Wirtschaft wirklich steht. Allerdings wird dann der Schuldenstand unseres Staates auch immens angewachsen sein mit allen Konsequenzen für uns. Steuererhöhungen werden ja allenthalben schon diskutiert. Und wenn wir dann um uns herum nach Europa schauen, nun gerade in Südeuropa sieht diese Situation ja nicht besonders gut durch die Pandemie aus. Betroffen werden hier
Unternehmen mit entsprechendem Export sein. Und tendenziell wird sich damit unsere Abhängigkeit vom chinesischen Markt weiter erhöhen. Was für Effekte hat denn zweitens die Pandemie noch? Nun, sie beschleunigt unsere wirtschaftlichen Veränderungen. Wir sehen ja jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit einen ganz immensen Aufwuchs des Onlinehandels mit der Schwächung des klassischen Einzelhandels. Und meine Damen und Herren, wer da zukünftig nicht entweder im Multikanalvertrieb tätig ist oder im Erlebnishandel sich profiliert, wird ganz massive Schwierigkeiten in der Weiterentwicklung seines Geschäfts haben. Wir sehen in Bezug auf Elektro- und Digitalisierung einen großen Umbau in der Automobilindustrie, verbunden mit den noch viel dramatischeren Effekten in der Zulieferindustrie, die hier auch noch zu deutlichen Friktionen im nächsten Jahr kommen werden. Die Pandemie beschert uns in Teilen leere Innenstädte und verändertes Einkaufsverhalten. Der Einzelhandel in den Innenstädten wird mittelfristig nicht mehr in der Lage sein, die horrenden Mietzahlungen, die dort pro Quadratmeter fällig werden, zu leisten. Das heißt, die Innenstädte werden Ort der sozialen Begegnung anstatt Einkaufsmeile, mit der Konsequenz, dass Mietdurchschnitte radikal reduziert werden müssen. Und dieses auch dazu führt, meine Damen und Herren, dass der eine oder andere Immobilienbesitzer hier Schwierigkeiten haben wird. Wir werden auch sehen radikale Veränderungen im Geschäftsfeld der Reisebüros. Online ist hierhin. Auch Tagungshotels werden nicht mehr diesen Umsatz generieren. Viel mehr Tagungen werden zukünftig virtuell stattfinden. Gleiches gilt für Messen. Und auch die Luftfahrtindustrie wird mehrere Jahre brauchen, um mal altes Niveau anzuknüpfen. Ob sie wirklich für Businessreisende an altes Niveau anknüpft oder manches digital substituiert wird, lasse ich mal dahingestellt. Schließlich glaube ich auch, dass gerade für junge Familien durch mehr Homeoffice Landleben wieder attraktiver wird und auch deutlich bezahlbarer als das Ganze in der Innenstadt. Nun, dann müssen wir als drittes sicherlich auch auf den Brexit schauen. Sieht ja so aus, als würde der kommen mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen, stärkerer Administration, organisatorischen Prozessen und auch ein Dämpfer im Handel in diesem Bereich und teilweise auch Preisauswüchsen, die damit verbunden sind. Wirtschaftliche Einbußen und zusätzlicher operativer Aufwand. Ach so, und dann sind da ja noch die USA. Nun haben ja die Demokraten die Wahl gewonnen und Biden wird Präsident. Die Frage ist, wie sich das entwickelt. Nun wissen wir aus der Historie, dass ja die Demokraten schon immer Freunde von Protektionismus waren. Das heißt, Biden wird sich zwar wieder zur NATO bekennen, wird ein besseres Verhältnis mit der EU haben, wird versuchen, hier die Einbindung wieder zu beleben. Gleichwohl müssen wir im Auge behalten, dass der Handel mit den USA auch in Zukunft sicherlich nicht einfacher wird und wir alle Anstrengungen hier begehen müssen. Und im Übrigen müssen die USA ja selber erst einmal die Pandemie bewältigen. Vor dieser Situation, was folgt daraus für 2021? Nun, für das Kreditmanagement wird es herausfordernd. Es gilt zu erkennen, bei welchen Kunden welche Geschäftsmodelle mittel- bis langfristig wettbewerbsfähig sein werden. Zahlungsstundungen oder lange Zahlungsziele für Kunden, die da in Probleme geraten sind, sind sicherlich in den meisten Fällen dabei kein Hilfsmittel und nur selten eine erfolgreiche Maßnahme.
klare Regelungen im Kreditmanagement sind gefragt. Und insgesamt werden nur solche Unternehmen langfristig erfolgreich sein, die ohne Zögern die entsprechenden Veränderungsprozesse angehen und sich an die auch durch die Pandemie geänderten Bedürfnisse anpassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. Danke.